Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade hier auf der Biogasanlage in unserem kleinen Dörfchen. Und Tim ist auch dabei. Ah, hallo. Und wir wollen jetzt, ja, was haben wir gemacht? Ja, in den letzten Folgen haben wir halt Mais gehäckselt. Wir sind fertig geworden, wie man sieht. Die ganzen Silos sind eigentlich schon leer, bis auf da in der Mitte noch. Das machen wir noch. Da sind, glaube ich, 75% nur drin. Wir haben das natürlich ausgenutzt, wie man im letzten Video sehen konnte, hatten zufällig den doppelten Preis gehabt. Ja, 75% haben wir noch drin. Ja, haben wir schon reingetan. 3 Mille haben wir jetzt durch die Biogasanlage raus. Und das Angebot läuft jetzt eigentlich nur noch eine Stunde. Ja. Ja, aber ist okay, wir lassen das so. Jetzt steht an für heute Aufräumarbeiten, alles sauber machen und vor allem neue Maschinen und die Felder vorbereiten auf neue, ja, Fruchtsorten, wollte ich mal sagen. Ja. Was wir machen wollten, was wir uns überlegt haben, was haben wir noch nicht gemacht. Wir haben Weizen und Gerste zwar schon durch, allerdings wollten wir das Ganze nochmal machen mit Überladewagen, Drescher und ja, dann wollen wir mal gucken. XXL eben. Ja, eben auf XXL-Version und wir haben auch das Geld zur Verfügung und von daher passt das. Außerdem ist es ein bisschen einfacher, als wenn wir euch jetzt zeigen, wie wir die Silos da leer machen mit dem Radlader. Das ist nämlich einfach nur langweilig. Und ja, ich würde sagen, wir haben, wo haben wir denn? Wir hatten auf jeden Fall am Bauernhof hatten wir eine Scheune stehen gehabt. Da würde ich sagen, tun wir auf jeden Fall die ganzen Hänger hin, weil die stören einfach nur sonst, ja. Und die Häcksler ja, müssen wir sauber machen. Biogas. Nee, Biogas lassen wir weg, das ist scheiße. Die werden schon untergestanden. Und, aber bei mir wird das Schneidwerk nicht sauber. Fahr es doch mal aus, vielleicht. Nee, muss. Oder häng uns mal ab. Häng's mal ab. Nee, häng's doch mal ab. Das ist auf der. Bei der hin ist das auch nicht sauber geworden. Was? Das ist bei. Nee, das hab ich. Ja, das hab ich aber nicht sauber gespritzt. Probier mal. Er wird nicht sauber. Ne? Dann probiere ich das jetzt mal. Wollen wir den. Tu mal weg. Also das kann man nur einmal nehmen. Ja, kann man nur einmal nehmen. Sieht man zwar nicht, aber machen wir weg. Dann fahre ich schon die Sachen zum Hof. Ja, du kannst, warte, warte, bis einer jetzt fertig ist. Doch, es wird wohl sauber. Nee, lass den stehen. Oh. Nimm den hier lieber, der ist jetzt sauber. Der soll am Hof bleiben. Nein. Am Biogasanlage. Nein. Ist pass auf, ich mach den noch sauber, dann fahren wir den zusammen weg. Wieso das bei dir jetzt nicht ging, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warte noch eine Sekunde. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, sind die für ein vollgetankt? Ups. 230 Liter, das reicht. Die werden auf jeden Fall jetzt zum Hof gefahren, die Dinger. Weil Häcksler ja. Brauchen wir auch später für. Für Gras wollten wir machen. Ja. Aber dafür brauchen wir ja nur einen. Ups. Beigerutscht. Rutscht. Heute ist echt rutschstark hier. So. Hat übrigens sehr gut geklappt mit der Maisernte, ne? Was sagst du? Forst wollten wir auch bald anfangen, weil hier der große Wald ist. Ja, Forst müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir müssen ja mehrere Sachen mal zeigen. So, wir fahren auf jeden Fall hier rein.
Und da oben, genau da, wo wir jetzt fahren, da ist, siehst du diesen Unterstand? Da setzt man gleich die Hänger auf jeden Fall rein, weil das ist super groß. Da kannst du schön die Hänger reinstellen. Ja. Musst du dir mal angucken. Das ist echt cool. Vor allem passen die da auch rein. Boah, heute ist wirklich Rutschtage. Bei mir auch. Rutscht einfach wieder. Was sagst du? Ich hab ein bisschen einen Lenk, da ist ja direkt eine halbe Umdrehung rum. Kann auch an mir liegen, aber glaube ich jetzt wohl eher nicht. Mit dem Günni von S&S haben wir das vorige Video übrigens gemacht. Da haben wir noch gezeigt, wie wir den Rest geerntet haben, den Rest gehäckselt haben, weil wir waren leider nur zu zweit, aber das hat auch so an sich relativ gut funktioniert. Ich überlege gerade, ich mache glaube ich einen Fehler. Kannst geradeaus weiterfahren. Lass mir nur nicht reinfahren. Dann stellen wir die da vorne rein, jetzt rechts und dann nochmal rechts. Sehen, wie weit der gerutscht ist. Ich würde sagen, hier müssen wir auch mal aufräumen. Haben wir einen Trecker hier? Nee, ne? Doch, hier hinten in der anderen Halle. Warte, ich setz mal den Dolly weg. Wieso will der denn nicht? Ach, das ist. Kannst du nicht anhängen, klasse. Dann setze ich den Düngenstreuer auf jeden Fall mal weg. Ja, ich hole meinen Traktor. Hol mal einen Traktor, ja. Die Düngenscheiße, die kommt auf jeden Fall woanders hin, das machen wir nicht. Ich tue den, da wo die Gewichte und so weiter gelagert haben, da machen wir das hin. Da brauchen wir den Traktor, der mich dann jetzt hinsetzen. Steyr benutzen wir auch fast gar nicht. Was sagst du? Steyr benutzen wir auch fast gar nicht. Den Steyr? Ja. Es geht, wa? Was ist mit dem Garand? Also mit dem Goldladefass? Den könnten wir theoretisch gesehen. Ja, die BGA, da ist natürlich ordentlich jetzt was drin, wa? Hier runter zur BGA fahren oder was? Nee, lass den mal hier stehen. Vielleicht können wir den nachher mitnehmen, wenn wir zum Kuhbetrieb fahren. Zum Milchbetrieb. Ach, ich setze ihn in die Seite. Du kannst dann hier den Dingens noch wegnehmen, den Dolly. Ja, ja, mach ich. Wenn du den angehängt überhaupt bekommst. Er kann eigentlich verkauft werden. Am Herrn LKW. Ja, aber es kann passieren, dass wir trotzdem mit Dolly fahren wollen. Dann würde ich den. Pass auf. Weißt du, wo ich den hinsetzen würde? Guck mal, da wo ich die Schneidewerk jetzt hingetan habe. Den kannst du da rückwärts reinfahren. Wenn du das Dingens rausfährst. Warte, ich hab Standbild. Ja, wenn du den Düngenstreuer rausfährst, den kannst du ja hinsetzen, dann kannst du den Dolly da reinsetzen, theoretisch gesehen. Standbild.
Wir sind der Einzige, der mit dem Steyr da rein kann. Nämlich, da kann kein anderer Trecker rein. Das ist der Sick. Mal schnell den Lieper wegfahren, wenn es geht. Warte, klappt schon. Eigentlich solltest du den Düngenstreuer als erstes wegtun. Ne, ne, passt schon. Das so. So, von dem Easy Dings vom Star, wie heißt es? Easy Flow, genau. Von dem Easy Flow können wir den können wir eigentlich so. Ja, warte, ich drück dir noch was rein. Kannst du auch anhängen, also dran lassen. Weil den nutzen wir eh als nächstes. So. Achso, du drückst ihn. Ne, den Düngstreuer musst du hier hinsetzen. Nee, tu den doch dahin den stellen, dann haben wir es einheitlich. Da, wo der andere steht, der Anhänger. Ja, dann hol den raus. Ja. Der kann da ruhig stehen bleiben. Nee, tu ihn weg. War was vernünftig. Ich tu den wegstellen. Ich weiß nicht, ob wir Paletten haben. Dann hätten wir den Easy Flow auf eine Palette gestellt. Gibt's nicht. Wird es ja wahrscheinlich als Mod geben, passt aber... alles daneben. Was denn? Was alles neben, er hat alles nebeneinander gepasst. Ja, lass es so. Sieht schön leer aus. Ja, Hackschnitzel haben wir übrigens auch noch hier rumfliegen. War nicht mehr viele. Ja, weil da ist kein Platz. Doch, daneben. Nee, da stehen Zangen und eine Palettengabel. Ja, tu die einfach dahinter stellen. Oder vorstellen. Kannst einfach dahin stellen, fertig. Also irgendwie, also bei wir haben hier nur ein Patch jetzt übrigens drin. Ich will jetzt mal gucken, ob jetzt das Gewicht endlich mal gereinigt werden kann. Reinigt dann? Weil das ging bis jetzt eh eigentlich nicht. Geht immer noch nicht. Ist doch beschissen. Egal, es gibt auch dreckige Gewichte, lassen wir es dreckig. Anhänger haben wir sauber gemacht beim letzten Mal schon. Was machst du? Ich fahr den Hänger dahin. Kannst du mir ja. Nimm den Case und dann los. Eigentlich andersrum, aber egal. Warum? Eigentlich ist das ja der Case deiner. Egal. Mit dem Case und mit deinem Deutz sind schon so viele gefahren. Eis. Hä? Eis. Mhm. Hol dich ein. Irgendeiner hat hier Tempomat auf 1 runtergestellt. Also ich ganz bestimmt nicht. Guckst, dass du einen eng nebeneinander stellst. Da passen genug nur rein, da passen eh nur 3 rein. Schön gerade.
Links, rechts, Auto? Nö. Hast du auf die Zeit geguckt? Nee. Ist aber nicht schlimm. Muss kürzen wir irgendwie. Hier sind noch mehr Hänger. Was mit dem LKW? Auch. Die Fliegeranhänger können wir auf jeden Fall verkaufen jetzt, weil die werden wir definitiv nicht mehr brauchen, so kleine Dinger. Werden wir den Krampe hier überhaupt brauchen, aber egal, lassen wir mal hier. So, sieht doch ganz ordentlich aus. Die zwei Fliegelanhänger, die müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen, aber die kommen von mir aus gerne weg. Die braucht nämlich keiner. So, was haben wir denn hier noch stehen? Nur die zwei Fliegelanhänger, aber die braucht ja keine, sind ja viel zu klein. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die auf jeden Fall. Das war nur übergangsweise für die. Können wir sogar noch Geld für? Ich hab der LKW aber ganz drin, wa? Da willst du ihn noch rausholen. Ich überlege, was wir sonst noch haben mit dem LKW. Eigentlich nichts, wa? Doch, Güllefass. Stimmt, dann tust du den. Ja, Güllefass haben wir noch nicht, aber kauf mal. Ich komm jetzt mal gucken. Güllefass wird auf jeden Fall auf dem Hof bleiben. Ja. Dann kannst du den theoretisch mitnehmen, den LKW. Was machst du? Dann zum Hof. Warum das denn? Ja, Güllefass. Ja, aber das Güllefass kannst du dich anhängen. Nein, den über. Also den. Das kannst du auch nicht anhängen. LKW. Auch vom LKW kannst du anhängen. Stimmt, mit dem Dolly, wa? Ja, nee, ohne Dolly. Wir haben kein Güllefass. Guck mal, du gehst auf P. Was für ein Güllefass? Dann gehst du auf Güllefässer. Du willst eins haben. Dann für 42.000, nee, für 75.000. Das ist aber scheiße. Warum? Was? Dann wir können den Zunhammer nehmen. Nee, dann fahren wir von da, das in jetzt Grotte FAC. Grotte? Dann fährst du da Gülle die ganze Zeit mit. Umpumpen. Siehst du? Ja, aber hier, der Zunhammer ist doch viel praktischer. Nein, ja, du kannst, den musst auch kaufen, das ist ja praktischer. Das musst du die ganze Zeit hin und her fahren. Du kannst aber, ja, pass auf, du brauchst aber den Garand Kotte für 15.000, kannst du kaufen. Ah ne, warte mal, der andere, das ist auch so ein, da kannst du auch transportieren mit, ne? Aber der hat sogar weniger. Ja, den für 75.000 meine ich. Ja, aber der packt weniger als der für 15.000. Guck danach. Der passt 30 und der passt 55.000 Liter rein. Kapiert? Nein, der eine ist nur, wo du das drin speichern kannst. Der andere aber auch. Da steht doch, mit diesem Fass lassen sich Flüssigkeiten transportieren. Mehr nicht. Die beiden lassen sich nur transportieren. Ja, deswegen ja. Ja, aber wieso, dann können wir doch den rechten nehmen, den FRC. Den haben wir doch schon. Ja, dann ist doch okay. Mehr brauchen wir doch nicht. Nein, damit kannst du ja auch nicht. Da kannst du nur das reinpumpen, für ein Güllefass, also vom ins Güllefass reinpumpen lassen. Ja, kannst du mit dem TSA auch. Das sind beides die gleichen. Deswegen gibt's ja auch das FRC. Sie können ihn mit dem Kotte Güllefass auffüllen. Ja, auffüllen. Sie können ihn mit dem dann reinpumpen. Du
dann reinpumpen und dann tust du, fährst du daneben mit dem Zoom-Hanner und mit dem Ding dran und dann tust du das da spritzen. Siehst du? Machen wir gleich. Ist mir jetzt so kompliziert. Ist eigentlich ganz einfach, aber du verstehst das nicht. So, pass auf, jetzt haben wir noch Gewichte. Die setzen wir auf jeden Fall zurück. Dings haben wir. Was? Wir haben ne. Einen Puma lasse ich auf jeden Fall hier auf dem Hof. Den können wir nämlich an den Futtermischwagen und so weiter dann hängen. Ach so. Der muss noch verdichtet werden. Können wir mal sein lassen. Jetzt mal neue Sachen kaufen. Was? Willst du mal jetzt einen Mähdrescher kaufen? Ja, jetzt warte doch mal eine Sekunde. So schnell können wir auch nicht alles machen. Ich wollte eigentlich mal ganz flott gucken. Erntemaschinen, Trecker. Genau, pass auf. Machen wir den. Da den Puma und den anderen rüber, okay? Den müssen wir auch übersetzen. Beim Puma können wir beim Deutz mähen wir, oder? Warum redest du denn von mähen? Was willst du denn jetzt mähen? Nee, wir wollten ja später alles mähen. Ja, später. Mir das easy vor. Boah, du bist eine richtige Schlampe, ey. Hey, ich habe alles schön hingestellt. Mhm. Was denn nicht? Na, warte, du wirst gleich sehen, was nicht. Du mit deinen Style, ey. Ey, du willst erstmal alles da reinquetschen und dann. Ich überlege mir jetzt gleich erstmal was. Ah, ich weiß, wo wir das machen. Willst du die Traktoren hinstellen? Was sagst du? Willst du die Traktoren hinstellen? Einfach mal irgendwo hin an der Ecke und so weiter. Du kannst sowieso zwei theoretisch schon mit Gruber losschicken. Haben wir denn überhaupt so viele Gruber da? Wir haben nur einen. Dann müssen wir auf jeden Fall mehrere holen, sonst dauert das zu lange, ne? Ja, ich fahr zu Feld 8 dann schon. Häng mal einen Gruber dran. Wie viel brauchst du denn, wie viel Gruber? Und noch einen danach. Den Lamborghini. Soll ich den Gruber noch holen? Was willst du denn für einen haben? Grober. Den größten. Ja, ja. Gut, hab's schon gekauft. Soll ich den zurücksetzen? Machen. Warte. Oder ne, nicht zurücksetzen. Weil dann kann ich da unten anfangen zu grubbern. Okay. Gut, den Fass noch hier reinsetzen. Was hältst du denn eigentlich von dem New Holland? Welchen? Was hast du jetzt dran gehängt? Ah, den. Was? Meinst du? New Holland, einfach mal kaufen. Ich hab zwar gehört, die sollen nicht so gut sein, aber. Ich weiß es ja nicht.
Was ist da ja dreckige? Sauer oder was? Was hast du? Sauer oder was? Der ist dreckig. Ja, machst du den sauber? Ich verstehe dich nämlich nicht. Ob du den sauber machst? Ja, ich hab dich jetzt schon verstanden. Ne. Der kann dreckig bleiben. Ja, Ordnung muss sein, auf jeden Fall. Ordnung ist das halbe Leben, auch das halbe virtuelle Leben. Wir haben jetzt dieses Mal ein bisschen aufgeräumt, war unnötig, alle Maschinen schön sauber gemacht und wir bereiten das Ganze jetzt auf die Grobarbeit und Säarbeit eigentlich vor und ja, dann geht es im nächsten Display auf jeden Fall weiter. Was auch kommen wird, ist jetzt bald die Viehzucht und da werden wir uns aber dann nächstes Video mit beschäftigen.